Hallo meine Schwurkehäschen, willkommen zurück zum zweiten Video, Strom in Lanas Auto reinbauen. Im letzten Video hatten wir darüber gesprochen, ob eine PV-Anlage in Frage käme, dass Landstrom auch nicht in Frage kommt. Und zu guter Letzt haben wir dieses böse Teil zusammengelötet und heute testen wir das. So, was für ein Oschi. Hier haben wir einen Zigarettenanzünder. Da kommen 4 USB-Kabel raus. Die sind alle miteinander verbunden und enden in 2 dicken USB-Kabeln, die dann in Akku-Packs reingehen sollen. Insgesamt habe ich hier jetzt keine 40 Euro ausgegeben. Richtig verdrahtet ist das alles. Angeschlossen hatten wir das auch schon. Aber ich habe mich noch nicht getraut, richtig zu testen, wie viel Power das Teil eigentlich hat. Seien wir ganz ehrlich, wir gucken das Video nur, weil wir sehen wollen, wie mein Auto abbrennt. Fangen wir an. Diesmal habe ich vorbildlich mein Akku-Pack leer gelassen. Unsere Bordbatterie ist ziemlich voll, wird noch geladen mit 13,6 Volt. So, angeschlossen ist es. Einmal einschalten. Ah, das sieht gut aus. Bordspannung fällt nicht, also haben wir keinen Kurzschluss. Und jetzt schließen wir das gute Ding einfach mal an. 31%, 18.20 Uhr. 18.21 Uhr. Im letzten Video hatten wir das einmal normal geladen. Das waren dann 10,9% des Akku-Packs innerhalb einer Stunde. Dann haben wir 2 USB-Kabel miteinander verbunden. Das waren dann 13,3% des Akku-Packs innerhalb einer Stunde. Und jetzt haben wir noch weitere Ladegeräte und 4 USB-Kabel, die halt eben zusammenführen. Hier habe ich noch alles mit einem Schrumpfschlauch behandelt und das geht alles jetzt direkt dort rein. Bin euch übrigens sehr für eure Kommentare dankbar. Ihr habt mir echt eine Menge Tipps gegeben. Punkt Nummer 1, Feuerlöscher habe ich jetzt immer dabei. Dann ist es sehr gut möglich, dass der Zigarettenanzünder dann zu wenig Kabeldurchmesser hat. Aber davor gibt es ja noch eine Sicherung, die würde wahrscheinlich als erstes durchbrennen. Dann hörte ich noch ganz oft, dass das chinesische 100 Watt Ladegerät für 6,55 Euro auf jeden Fall durchbrennen würde. Letztes Mal wurde es tatsächlich ziemlich heiß. Deswegen halten wir da auf jeden Fall ein Auge drauf. Sieht alles normal aus. Das ist die Lötstelle. Die wird auch nicht heiß. Das Akku-Pack nimmt langsam an Temperatur auf. Aber das war auch absehbar. Hier drin gibt es auch eine Verschaltung und quasi ein Netzteil drin, das auch von der Leistung beschränkt ist. Und das ist gerade auf 32% umgesprungen. Cool. Es ist leider nicht mehr zu erkennen, wie viel Leistung das Ding aufnehmen kann. Aber dafür haben wir ja dann auch 2 Anschlusskabel, sodass wir 2 Akku-Packs parallel laden können. Die teilen sich dann quasi die Ladeleistung. Aber der Fokus ist jetzt ganz klar erstmal auf dieser verrückten Ausgeburt der Hölle hier. Aha, diese Zigarettenanzünder-Ladegeräte werden langsam warm. Wir haben den ersten Schwachpunkt rausgefunden. So, wir haben unser Ergebnis. Wie einige sicherlich bemerken werden, wir haben den nächsten Tag. Ich wurde gestern zum Wandern gezwungen, aber ich habe immer wieder die Zeiten aufgeschrieben, wann ich das an- und abgestöpselt habe. Und mit unserem Super-Mega-Ladegerät haben wir eine Ladeleistung von 8% pro Stunde. Das ist die schlechteste Leistung, die wir bisher hatten. Ich weiß auch ganz genau, warum. Nein, nicht, weil es qualmt. Und zwar wegen des Kabelquerschnitts. Jetzt wird es ein bisschen kompliziert, deswegen erkläre ich das so, dass jeder das versteht. Und zwar durch die Kindergeschichte Tom, das kleine Wasserrohr. Am Anfang war Tom ein kleines süßes Wasserrohr. Die Kinder spielten mit dem Wasser, das da rauskam. Weil das Wasser so rausgeschossen kam, hatten sie Spaß. Später im Leben wurde dann Tom groß und alt und wurde Teil einer großen Wasserrutsche. Das Wasser floss nur noch ganz langsam durch, aber es war eine große Menge, die durchfloss. Und dadurch hatten die Kinder immer noch Spaß, weil sie immer noch durch das Wasser hin und her bewegt wurden, obwohl es sehr langsam war. In beiden Fällen hatten die Kinder ihren Spaß. Als kleines Rohr kam wenig Wasser raus, aber mit viel Druck und als großes kam sehr viel Wasser, aber langsam raus. Würde aus einem Rohr nur wenig Wasser mit wenig Druck rauskommen, dass es nur tropft, hätten die Kinder keinen Spaß. Würde aber aus einem riesigen Rohr sehr viel Wasser mit extrem viel Druck rausschießen, dann würden die Kinder wahrscheinlich nicht. Dann wäre das keine schöne Kindergeschichte. Und genauso ist es mit den Kabeln. Wir haben hier USB 5 Volt. Das steht überall auf den Geräten drauf. Einer unserer Ladegeräte, 5 Volt. Lanas Akku-Pack, 5 Volt. Mein kleiner Baustrahler, der mit USB aufgeladen werden kann. 5 Volt. Die Voltanzahl ist quasi der Wasserdruck und 5 Volt sind sehr wenig Wasserdruck. An so einem USB-Stecker mit 5 Volt könnt ihr herumlutschen, da passiert einfach nichts. Zum Vergleich, der Bordstrom ist 12 Volt. Das ist die Spannung oder der Druck, der auch aus den Zigarettenanzündern rauskommt. Das ist auch vergleichsweise immer noch sicher, aber schon stark genug, dass man zumindest ein paar kleine Funken sprühen kann. Und zu Hause an eurer Steckdose habt ihr 230 Volt. Also das ist der absolute... Durch so ein kleines Rohr ohne viel Druck
können wir nicht viel Power durchjagen. Deswegen habe ich mehrere Kabel miteinander kombiniert, was aber auch nichts bringt, weil bei nur 5 Volt Druck bräuchten wir Kabel, die 2,3 cm dick sind. Das ist so dick und unsere Kabel sind momentan noch nicht mal 1 mm. Ich habe für den Kabelbaum noch eine andere Verwendung, aber Lanas Auto laden wir damit nicht auf. Also welche Möglichkeiten haben wir jetzt? Es gibt 3 Optionen. Erstens, wir geben auf und lassen Lana einfach ohne Strom weiterreisen. Die zweite Option ist sehr, sehr komisch, weil man kann das Kabel verkürzen und dann ist es für mehr Strom leichter, da durchzujagen. Ein bisschen mysteriös, warum das so ist, aber wir testen das mal direkt. Zack, 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 4 Kabel rein. Schön tief einatmen. An dieser Stelle einen herzlichen Dank an Mut zur Lücke für die Spende. Er sagte, ich sollte mir eine dritte Hand zulegen, damit meint er so ein Gestell, womit man die ganzen Kabel halten kann. Ja, ich weiß selber nicht, warum ich mir das nicht von vornherein geholt habe. Tada, nicht schön, aber funktioniert. Einmal den Quatsch anschließen, einen davon einstöpseln. Bäm, funktioniert. 59%. Ah, guck mal, man sieht das hier schon. Wenn er eingeschaltet ist, dann hat er 13,4 Volt. Wenn er ausgeschaltet ist, dann hat er 13,5 Volt. 13,4 Volt, 13,5. Also das Bordnetz wird hier schon brachial belastet, weil hier viel mehr Saft durch die Leitung läuft. Danke an dieser Stelle an alle Mitglieder für eure Unterstützung. Ich rendere gerade ein Video, wo ich zeige, wie ich diese ganzen Videos produziere. Aber das stört mit der Voltzahl gar nicht, weil die Leitung bis hierhin und für den Laptop ist total krass ausgebaut. So, okay, da wären wir. 80%. Das bedeutet, wir sind bei Punkt 15%. Die Stunde. Das ist der neue Rekord mit dem Ding. Zur Erinnerung, einmal mit normalem Kabel, dann mit Doppelkabel. Hier haben wir unsere total verrückte Konstruktion gestartet. Und das ist die total verrückte Konstruktion mit kurzem Kabel. Aber das Kürzen des Kabels kommt leider nicht in Frage, weil wir 2 Meter überbrücken müssen. Ganz ähnlich ist auch die Dicke des Kabels. Das kommt gar nicht in Frage, weil, wie soll ich sagen, ist einfach die unschöne Lösung, nennen wir das mal so. Übrig bleibt nur die dritte Option. Wir müssen den Wasserdruck erhöhen, dass wir dünnere Rohre behalten können, aber am Ende genauso viel Power ankommt. Wir müssen von diesen verdammten 5 Volt weg. Das hat die Industrie auch so erkannt. Diese Oberleitungskabel, die man immer an Straßen und sowas sieht, die Dinger haben über 10.000 Volt. 10.000 Volt. Ich weiß noch, als kleines Kind kam ich mal auf die geniale Idee, so ein Ding hochzuklettern. Macht das zum Verrecken nicht. Schon allein in der Nähe sein. Die Haare auf meiner Haut haben sich aufgestellt. Haltet euch auf jeden Fall fern von sowas. Wir hätten jetzt die Option, anstatt 5 Volt vom USB-Stecker zu nehmen, die 12 Volt, die vorher in den Zigarettenanzünder drin sind, zu benutzen. Ich habe das mal durchgerechnet. 12 Volt, 2 Meter. Die Kabel müssten einen halben Zentimeter dick sein. Das ist auch schon wuchtig. Das wäre aber eine Option. Hier haben wir so ein Kabel. Das ist ungefähr einen halben Zentimeter dick. Man kann sich das ausrechnen. Das müssten 4 mm sein. Aber das viel größere Übel ist, das hier sind keine 2 Meter. Ich habe ein Kabel gefunden, das exakt 2 Meter lang ist. Und das freut mich sehr, weil ich habe in der Zwischenzeit natürlich alle Optionen in Betracht gezogen. Ihr hattet ja auch in den Kommentaren eifrig mitgefiebert. Und von allen Optionen, die wir haben, ist die billigste und die beste Quick Charge. Herzlichen Glückwunsch an alle, die richtig geraten haben. Hier haben wir die Gewinner. Als Preise bekommt ihr Küsschen, Küsschen. Quick Charge, auch bekannt unter Power Delivery und auch unter ganz vielen anderen Namen. Ist mal wieder was Geniales von der Industrie ausgedacht. Das läuft über USB-Kabel und die erhöhen tatsächlich die Voltzahl, also quasi den Wasserdruck. Die handeln nämlich über so ein USB-Kabel, kommunizieren die miteinander und handeln eine Voltzahl aus. Wir führen euch das mal vor. Hier nehmen wir das andere. Nee, du nimmst dieses Ende. Du bist ein Ladegerät. Die erhöhen die Voltzahl. Schlag was vor. Nein, sprich rein. Also, wie ein normaler Mensch. Was hallo. Ist hallo, wie viel Volt willst du machen? 3000. Nein, weniger. 100. Nein, weniger. 21. Nein, ein bisschen 20. Weniger. 20, ja. Die machen bis zu 20 Volt Druck und deswegen können sie auch die Kabel so dünn lassen. 20 Volt, das ist mehr als so ein Auto macht. Ich habe mir natürlich alles mal wieder ausgerechnet. Und jetzt kommt das Wunderschönste von allem. 2 Meter, 20 Volt, 5 Ampere sind 100 Watt. Ist egal, müsst ihr euch nicht merken. Da haben wir einen Durchmesser von 1 Millimeter Kabel. Meine Damen und Herren, das ist 1 Millimeter Kabel, 2 Meter lang.
Ich glaube, das ist doch das Beste. So ein angemessenes Ladegerät liegt bei 20 Euro, so eine Powerstation liegt bei 50 Euro. Woher weiß ich das? Weil ich das schon bestellt habe. Professor Professorsohn bist. Weil ich das anonym und illegal im Darknet bestellt habe. Anonym, verstehst du? Nein, Quatsch. Wenn ihr im Ausland was bestellt, dann könnt ihr auf die ausländische Amazon-Seite zum Beispiel gehen. Könnt dort ganz normal drauf bestellen. Ich hatte auch beim Kontoabzug gar keine Probleme. Und ihr bestellt das auf die Adresse der Poststelle, aber mit eurem Namen. Dann habt ihr 7 bis 10 Tage Zeit. Lana, wie lange? 7, 10? Dann habt ihr über 7 Tage Zeit, das Paket abzuholen. Vergesst euren Ausweis nicht. Und wir springen jetzt auf morgen und holen den ganzen Krempel ab. Hier ist das. Muss hier reingehen und die Post ist da drin. Das ist so süß. Nein! Ja, aber Mann. Die haben das Paket nicht da. Ich check mal eben. Okay, also die bei der Zahlung wurde nicht angenommen. Wenn im Ausland aus irgendeinem Grund eure Kartenzahlung online nicht angenommen wird, dann wechselt auf Kreditkarte rüber. Das hat danach bei mir immer funktioniert. Das heißt, wir müssen noch einen Tag warten. Ihr nicht, wir. Aber wir können heute schon mal die Kabel fixieren im Auto, sodass, wenn die Pakete ankommen, wir einfach nur noch die Geräte anschließen und fertig. Hui! Womit wir direkt zum Zurechtschneiden der Kabel kommen. Das sind die zwei Kabel, die 2 Meter lang sind. Einmal minus, einmal plus. Wir gehen dann von dem Zigarettenanzünder, der übrigens 15 Ampere hat. Das ist der hier. 15 Ampere mal 12 Volt, das sind der 180 Watt. Das ist eine Menge Strom, das ist sicher, das hier zu belasten. Und dann gehen wir hier lang, hier nach hinten durch, in den kleinen Wohnraum hier, wo wir dann entweder dahinter ein Akku-Pack setzen, oder hier, ne? Oder hier drunter, ne? Genau. War das. Also wir gucken mal erstmal, ob wir mit den 2 Metern bis dahinter hinkommen. Hier drunter wäre auch cool. Ich glaube, das Akku-Pack hat so eine Prozentanzeige. Das wäre natürlich cool, wenn du das dann siehst und dann das ablesen könntest, weißt du? Ja, ich glaube, ich würde das trotzdem gerne hier hin haben. Einfach weil ich das, weiß nicht, ich finde das besser, wenn das so ein bisschen versteckt ist. Also ich könnte das ja dann vielleicht so rausziehen und einfach gucken, wenn ich es einsehen muss. Ja, das stimmt eigentlich. Ja, dann wird das mit den 2 Metern auch auf jeden Fall passen. Ich werde die Kabel wahrscheinlich sogar kürzen, weil je kürzer die Kabel, desto mehr Stromausbeute. Das ist auch ganz simpel. Zuerst tüddeln wir die Schrumpfschläuche im regelmäßigen Abstand auf unsere 2 Kabel, damit die halbwegs zusammenhalten. Muss ja nicht alles kreuz und quer im Auto herumfliegen. Dann löten wir die Stecker dran. Guckt euch den Kabelunterschied an. Das sind die Stecker von unserem Kabelsalat. Die werden natürlich auch verschrumpft. Das Kabel würde ich dann irgendwo da unten lang führen, sodass man das hier vorne immer schön abziehen kann und wieder dran machen kann, je nachdem, ob man laden will oder nicht. Das kommt dann da so runter. Oh. Hallo. Boah, voll in die Kamera geboxt. Du bist echt ein Traum, Mann. Willst du den Leuten sagen, was du da machst? Tortilla-Pizza. Anstatt Pizzaboden nimmt man einfach Tortillas. Das ist so geil, ne? Dann kommt das Kabel hier so raus. Boah, Alter, wir können so viel Kabel sparen. Wir kürzen das jetzt auf die Hälfte ungefähr und da bräuchte man noch nicht mal so ein dickes 1 mm Kabel nehmen. Dann haben wir ja nochmal so eine Kabellänge, das sind dann 2 mal 1 Meter. Und wir haben dann jederzeit die Option, noch einen zweiten Akku-Pack hier drunter zu packen und dann die doppelte Akku-Power zu haben. Ja, das sieht gut aus. Hoffe ich nur noch, dass morgen die Teile ankommen. Pizzafrau. So, meine Süßen, das Paket ist da. Es ist der nächste Tag. Wie man sieht, habe ich gerade die Wäsche gemacht. Die darf ich jetzt herumfahren. Die Lana bekommt meinen Tee und wir düsen sofort los. Boah, wie geil. Ich musste noch nicht mal zur Post hingehen. Ich habe den Typen direkt an der Straße gesehen. Sieht man hier einen Namen? Nein. Aber da ist ein Akkuzeichen drauf. Das ist schon mal gut, ne? Easy peasy lemon squeezy. Oh, jetzt ist es runtergefallen. So, was haben wir uns Schönes geholt? Lana, deine Pakete sind da. Zeig. Das ist aber sehr winzig. Inui BB63. Wir sind da gar nicht gesponsert oder sowas, sondern das haben wir von der Tanja Bauder bekommen. Vielen lieben Dank für die Spende. Du hast recht, wir sollten für Lana echt vernünftiges Zeugs holen. Dann nach U76216 für ein ordentliches USB-Kabel. Ich behaupte, das Kabel, das ich herstelle, das wird besser sein als die, die man kaufen kann. janb.de, mehr Power. Weißt du, woher das ist? Nein? Tim Taylor? Heimwecker King?
Hör mal, wer da hämmert. Sie hat es eigentlich gar nicht verdient, finde ich. Ich schicke das alles zurück. Und auch Jimmy3715, danke. Wir haben zu danken, euch allen. Wir machen jetzt einen Stromdance. Okay. Boah. Und fass mich an. Ja, das Ding hat 25 Ampere Stunden und PD 100 Watt. So schaut das dann aus. Das ist aber sehr dunkel. 56% vorbildlich. Was ist das denn hier? Was ist denn das hier? Was ist denn das hier? Ja, das ist ein Handyhalter. Wie soll das denn... Ah. Boah. Elana, ich habe dir versehentlich kein Akku-Pack bestellt. Das war ein Fehler. Das ist ein Handyhalter mit einem Akku-Pack. Da kommt ein Handy rein. Ist das ein Oschi? Guck mal, das ist dein Riesen... Guck dir das Ding an, Alter. Was für ein Brocken. So, so viel dazu. Und hier haben wir den Charger. Das ist ja echt winzig. Dem Bild auf Amazon sah das so riesig aus. Nicht wegfliegen hier. Da haben wir 2x60 Watt, weil wir eventuell oder wahrscheinlich dann später noch einen zweiten Akku-Pack installieren. Und dann haben wir 2x60 Watt. Es gibt USB-C-Ladestecker, die 100 Watt können. Aber ich habe keinen Stecker gefunden, die 2x100 Watt können. Was auch Sinn macht, weil ihre Sicherung ist für 180 Watt ausgelegt. Bedeutet, genau dann brennt sie auch durch. Geil. Mega. Und das Ladegerät, das Süße hier, das ist ein Sundari CC682A2C. So, dann geht's wieder bei ihr da rein und wir bauen den ganzen Krempel ein. Das Kabel hier unten überall verstauen. Dann kommen wir hier vorne hin. So, der hat hier so eine Anzeige. Das sieht ja jetzt noch 95 aus, weil das Kopf über ist. Das ist ja ein bisschen doof, ne? Weil eigentlich sind das jetzt bei 56% nur. Ja, das heißt, wenn du so hinhängst, dann hast du es immer kopfüber, die Anzeige. Stimmt, okay, dann doch andersrum. Dann doch andersrum. Ja, dann machen wir das so. Einmal kürzen. Dann ist das Kabel jetzt auch offiziell viel dicker, als wir es eigentlich brauchen. Was auch gut ist, dann wird es halt auch nicht heiß. Was guckst du denn so? Willst du das machen? Ja, das ist das, was flüssig wird. Und das ist das, was du voll kleckern musst mit den Zeugs. Und das ist super heiß da drin. Ja, einfach, das fließt dann da überall rein und so. Nein, nein, das muss auch heiß werden. Die Kabel müssen auch... Halt die Kabel da rein. Genau, und dann... Jetzt kannst du damit voll da drüber fahren. Siehst du, wie das ganze Zeug sich da... Komplett bis zum Anschlag? Ja, das sieht schon gut aus. Jetzt das andere. Ja, das war's schon. Schade, perfekt. Das Kabel gar nicht. Na, das ist dazu da. Zinn ist quasi sowas wie ein Kleber, aber das schmilzt nur, wenn das super heiß ist. Deswegen braucht man einen Lötkolben dafür. Und fertig ist unser Kabel. Ich werde das da unten mit einem Kabelbinder festmachen. Hier tackern wir das irgendwie fest. Dann geht das Kabel hier hinter so in die Powerbank rein, hier unterm Tisch. Zack. Bam, da hängt das gute Ding. Ja. Also, der braucht so eine Stunde zum Laden, ja. Je nachdem, wie viel du da verbraucht hast. Ne? Wenn du den komplett leer lädst und komplett voll aufladen willst, dann gern auch 2 Stunden. Aber das soll man bei Akkus eigentlich nicht machen. Eine Batterie ganz voll oder ganz leer zu betreiben, ist immer so kritisch. Vorne hast du dein Ladegerät, Zigarettenanzünder, kannst du einfach ein- und ausstecken, kannst du rausziehen, einfach fallen lassen oder hier hinlegen oder so. Ne? Ja. Und das war's eigentlich. Wenn sich das Setup wirklich bewährt, dann kaufen wir nochmal so ein Akku-Pack. Und dann kannst du auf jeden Fall so lange mit einem Laptop da arbeiten und sowas. Ja. Boah, wie nice. Boah, das freut mich richtig, weil das ist das größte Problem, dass der Strom, gerade wenn ich Musik mache, so schnell leer ist. Ja, aber ich will auch nicht die ganze Zeit kommen und dann nicht da fragen, weißt du. Gamechanger, Dankeschön. Dankeschön. Ja, bedank dich bei den Spendern. Danke für die Schokohasenspender. Wir kriegen auch schon Nachbarn. Ah. Wir können das jetzt nicht testen, weil heute fängt schon das nächste Video an. Leben auf dem Parkplatz. Das heißt, ja... Also man wird dann in den nächsten Videos sehen, wie gut das wirklich funktioniert. Mein Auto explodiert jetzt aber nicht, wenn ich es anmache. Ey, wir haben nichts unterschrieben oder so. Da gibt es keine Garantie drauf. Cool. Vielen, vielen Dank. Boah, ich freue mich da echt mega drüber. Weißt du noch nicht, wie ich es zum Ausdruck bringen soll. Das glaube ich. Das wird in den nächsten Videos immer wieder kommen. Ey, übrigens, danke. Tschüss. Ja. Hola. 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 Ja, das war jetzt die billigste Methode, um Strom in ihr Auto reinzubekommen. Danke fürs Zuschauen. Wir führen jetzt unsere Reise fort und habt euch ganz doll lieb. Wir sehen uns unterwegs.